Fußball auch noch. Ich nun hier nur das Bücherflitzen, das in der DDR war dann wenigstens alles kompakt drin. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, so Formellexikon und so war alles da. Ne? Heute macht man sich damit halbe Stunde, Nadja. Halbe Stunde kochen. Heute macht man sich damit mehr Geld, indem man das dann eben noch unterteilt, beispielsweise Formellexikon, dann gibt es eins extra für Mathematik, extra eins für Physik und so weiter und so fort. Das hat man zu den Zeiten auch gemacht, ne? Da war dann eben mehr nur über Mathematik drin. Aber es gab auch welche, wo alles drin war, schon. Damit macht man sich hier natürlich mehr Geld. Genauso mit Blumen und so. Da gab es dann, wenn man mal ein Blumenbuch gekriegt hat, da war nämlich über allen Blumen was drin, ne? Man musste nicht so eine dünnen Blumenbücher kaufen, die eigentlich viel Geld kosten, ne? Auch wenn sie nur 5 Euro kosten, kosten sie doch 10 Mark. Was doch ziemlich viel Geld ist. Oder nicht? So, gut war in der DDR, dass alles relativ billig war. Schlecht war, dass der Arbeiter nur 500 DDR-Mark gekriegt hat. Da musste er seine Familie mit ernähren. Das muss man sich mal vorstellen. So, wenn man dann hörte, 50 und 75 DDR-Mark Miete, ne? Mit allem drum und dran, bis auf Strom extra bezahlt, ne? Aber ich glaube, Heizung und so war alles da drin, ne? In der Miete, ne? So, aber das ist doch sehr viel von 500 DDR-Mark. So, gut war, dass Kindersachen ein bisschen billiger waren. Schlecht war, die größeren Größen nachher, wenn das Kind dann auch teurer wird, ne? Also natürlich, wenn die Kindersachen teurer, haben dann die ganzen kleinen Menschen angezogen, ne? Die kleinen DDR-Bürger. Haben sich dann die kleinste Kindergröße gekauft, ne? Und 3-4-fache an Geld gespart. Ne? Bei den Jeans, wenn es überhaupt eine gab. Das war gut, ne? So, noch gut, jeder hat seinen Krippenplatz gekriegt. Ne? Schlecht war, da haben sie natürlich extra für gesorgt und dann haben sie die Kinder ausgequetscht und gefragt. Ne? Die kleinen Kinder nach den Eltern. Gut war, dass man da, wie soll ich das sagen, muss ich weglassen, bringe ich nicht mehr zusammen, fällt mir nicht ein. Das nächste Gute war, dass man sich da keine Sorgen machen brauchte, dass man irgendwie, wie soll ich sagen, sich mal übernimmt beim Einkauf. Weil das passierte nie. Verstehen Sie? Es passierte nie, dass Sie mal da mehr Geld ausgeben, weil es war nichts da. Das war bestimmt das Schlimmste, wo sich der DDR-Bürger dran, wo er erstmal trainieren musste, was er erstmal lernen musste. Weil Sie brauchten sich keine Sorgen machen. Sie kamen schon mit Ihrem Geld aus, weil es gab einfach nichts. Oh, es gab lauter Firlefanz, ne? Das gab's ja auch. Die sind dann ja anfingen, richtig zu produzieren, so im 80er, ne? 70er war noch nichts da. Aber das brauchen Sie doch nicht. Sie gehen doch in eine Kaufhalle, also in im Lebensmittelmarkt, ne? Der da Kaufhalle hieß oder Konsum. Gehen Sie doch rein, um was zu essen zu kaufen. Ne? Wenn ich einen Nagel haben will, na, dann gehe ich doch hier in den Baumarkt oder so, ne? Und damals waren das eben andere Geschäfte, so Baumärkte gab es gar nicht, ne? Aber das war nur Mangelwirtschaft. Gut war es, dass die Handwerker auch nicht so teuer waren. Schlecht war, dass man einfach gar keine Handwerker gekriegt hat. Also man musste Beziehungen haben und einen kennen. Oh, jetzt schneit wieder schön. Deshalb ist draußen ein bisschen leiser geworden. Sonst hätte ich heute ganz andere Unterhaltung. Und man musste da Beziehungen haben und einen kennen, damit er einen das macht. Weil man konnte nicht so einfach da einen Handwerker für irgendwas haben oder so. Man war froh, wenn von den Wohnungsgesellschaften da welche zur Reparatur kamen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das mal geschrieben habe. Ist mein Waschbecken ja gleich runtergefallen, ne? Unser kleines in unserer anderen Wohnung, ne? Kein Waschbecken gekriegt. Oh, Riesenproblem. Und dann kamen gerade die Tschechen, ne? Kein Waschbecken. Oh Mann. Oh nee. So, aber, ach, gar keins gekriegt ewig. So, und heute weiß ich, da haben sie nachgeholt. Weil ich wurde immer wütender, das wollten sie ja nicht. Ich sollte doch die DDR gut finden. Das heißt, wir beide, dann warte. So, und vieles haben wir einfach nicht mitbekommen. So, und gut war auch für die Trinker, man konnte sich eigentlich gar keinen Wein selbst machen.
weil es gab keine Weinhefe, es gab eigentlich gar nichts dafür. Obwohl der Wein immer so gut geschmeckt hatte. Deshalb haben wir uns auch immer was gemacht. Oh, den haben wir nicht ausgetrunken. Da werden sie für Stasi-Freunde, dass uns immer gewundert haben, ne? Wie die saufen. Ne? Mein Gott. Aber naja, ihre Sachen, wenn sie nicht hören wollen. Gut, ich unterbreche mal.